Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video werden wir uns noch ein wenig mehr mit der Registermaschine beschäftigen. Wir hatten uns schon angeschaut, wie die Registermaschine aufgebaut ist, welche Befehle sie beherrscht und hatten gesehen, dass das sehr wenige sind. Dennoch können wir mit denen durchaus einiges anfangen. Tatsächlich ist sie vom Prinzip her ein vollwertiger Computer, wenn auch nur ein theoretischer. Wir hatten dann im letzten Video bereits ein Beispiel gesehen, wie man ein einfaches Programm für die Registermaschine schreiben kann. Dort haben wir eine Folge von Zahlen zueinander addiert. Es konnten beliebig viele Zahlen auf dem Eingabeband stehen, die dann durch eine Null abgeschlossen wurden. Die Registermaschine hat dann diese Zahlen eingelesen, die Summe dieser Zahlen berechnet und ausgegeben. In diesem Video wollen wir ein weiteres Beispiel kennenlernen, nämlich wie wir mit der Registermaschine potenzieren können. Dafür wird die Eingabe ein ganzes Stück einfacher sein als beim letzten Mal, denn hier besteht sie natürlicherweise nur aus zwei Zahlen. Wir müssen also die Eingabe nicht bis zu einem bestimmten Endezeichen hinlesen, sondern wissen genau, dass wir zwei Zahlen als Eingabe erwarten können, nämlich eine Basis und einen Exponenten. Die erste Zahl, die wir in der Eingabe erwarten, ist dann die Basis. Das könnte beispielsweise eine 5 sein. Anschließend erwarten wir dann als zweite Zahl in der Eingabe, also in der zweiten Zelle des Eingabebands, den Exponenten. Das könnte dann beispielsweise eine 4 sein. Was wir dann berechnen wollen, ist 5 hoch 4. So einfach, wie das zunächst klingt, so schwierig ist das aber für die Registermaschine, denn diese besitzt keinen Potenzierungsbefehl. Das Einzige, was wir an Rechenoperationen haben, sind die 4 arithmetischen Befehle zum Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren. Also müssen wir einmal einen kurzen Moment nachdenken, wie wir das hinkriegen, dass wir auch potenzieren können. Die Antwort ist zum Glück nicht ganz schwierig. Potenzieren ist ja nichts anderes als fortgesetztes Multiplizieren. Das heißt, wenn wir also 5 hoch 4 berechnen wollen, müssen wir einfach rechnen 5 mal 5 mal 5 mal 5. Der Exponent gibt also an, wie oft wir die 5 mit sich selber multiplizieren müssen. Und das ist dann auch schon unser Vorgehen, das wir gleich wählen werden. Wir werden den ersten Wert, die Basis, einlesen und in einem Register speichern. Irgendwo müssen wir ihn uns merken. Wir werden dann einen zweiten Wert, den Exponenten, einlesen und werden auch den in einem Register speichern. Den Akkumulator, das Register 0, müssen wir uns immer frei halten, weil wir nur dort rechnen können. Die Multiplikation werden immer im Akkumulator stattfinden müssen. Wir können uns also nicht darauf verlassen, dass ein Wert erhalten bleibt, wenn wir ihn dort ablegen. Denn wir müssen ja gleich eine ganze Menge rechnen. Und zwar werden wir zwei Dinge berechnen müssen. Zum einen müssen wir das Ergebnis, die Potenz, berechnen. Zum anderen müssen wir mitzählen, wie oft wir schon multipliziert haben. Wenn wir unsere Potenz bilden wollen, müssen wir genau Exponent mal, in dem genannten Beispiel also 4 mal, multiplizieren. Und das müssen wir uns natürlich irgendwo merken, denn wir müssen ja irgendwann wissen, wann wir fertig sind. In einem weiteren Register werden wir dann das Ergebnis speichern. Das müssen wir natürlich Schritt für Schritt aufbauen. Dort werden wir dann die Multiplikation nacheinander durchführen und müssen dafür dieses Register geeignet vorbelegen. Am geschicktesten belegen wir es mit dem Wert 1 vor, denn 1 ist das neutrale Element bezüglich der Multiplikation. Wenn wir dort eine 0 hineinschreiben würden und würden anschließend mit irgendetwas multiplizieren, würde dort ja immer 0 stehen bleiben. Wenn wir aber die 1 wählen und in dem genannten Beispiel mit 5 multiplizieren, steht dort nach der ersten Runde 5. Nach der zweiten Runde 5 mal 5, also 25. Nach der dritten Runde 5 mal 5 mal 5, also 125. Und nach der vierten Runde 5 mal 5 mal 5 mal 5, also 625. Damit wir dann auch wissen, dass Feierabend ist, dass wir die Rechnung vollständig durchgeführt haben, müssen wir den Exponenten dabei herunterzählen. Zu Beginn wissen wir, dass wir die Multiplikation exponentmal durchführen müssen, also exponent viele Runden benötigen. Im Beispiel also 4. Nach der ersten Runde haben wir eine Runde weniger vor uns, also 3 im Beispiel. Nach einer weiteren Runde haben wir 2 Runden weniger, also noch 2 vor uns. Nach der nächsten Runde haben wir 3 Runden weniger vor uns als zu Beginn, also nur noch eine vor uns. Und dann haben wir noch 0 Runden vor uns, das heißt, wir sind fertig. Die Berechnung ist also dann abgeschlossen, wenn der Exponent bis auf 0 heruntergezählt wurde. Dieses Verfahren wollen wir jetzt als Pseudocode, als einen Algorithmus aufschreiben. Wir lesen zunächst in Zeile 1 den ersten Wert ein. Wir nennen ihn b, denn das ist die Basis. Wir lesen als nächstes den zweiten Wert ein, das ist der Exponent, wir nennen ihn e. Wir nehmen uns dann ein weiteres Register her, das nennen wir mal Z, und speichern dort unser Zwischenergebnis. Aber der Name ist natürlich wie immer Schall und Rauch und wird in unserem Programm natürlich gar nicht mehr auftauchen. Am Ende wird dieses Register natürlich das Ergebnis enthalten. Bis dahin haben wir aber nur Zwischenergebnisse, deshalb habe ich hier diesen Namen gewählt. Wir könnten das auch Hinz oder Kunz nennen oder wie auch immer. Als erstes müssen wir jetzt überprüfen, ob der Exponent, den wir auf dem Band gelesen haben, eine 0 ist. Wenn ja, dann würden wir irgendeine Zahl hoch 0 rechnen wollen und müssten also 1 ausgeben. Denn irgendwas hoch 0 ist immer 1, unabhängig vom Wert der Basis. Naja, dann machen wir doch auch genau das. Überprüfen wir also als erstes den Exponenten und wenn der 0 ist, geben wir 1 aus. Wenn das aber nicht der Fall ist, und das ist natürlich der spannendere Fall, für den wir uns jetzt überlegen, wie wir vorgehen, multiplizieren wir die Basis b mit dem Zwischenergebnis z. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, steht im Zwischenergebnis die 1, die wir nun mit 5 multiplizieren und als neues Zwischenergebnis speichern. Nach diesem Schritt steht also nun 5 im Zwischenergebnis.
Es ist wieder hilfreich, auf Papier mitzuschreiben, welche Werte wir an welcher Stelle haben, während ich das hier erzähle. Schreibt euch also einfach ein B, ein E und ein Z auf ein Papier und daneben, welche Werte diese gerade haben. Das B hat also jetzt den Wert 5, nach wie vor, und das wird sich auch nicht ändern. E hat den Wert 4 in unserem Beispiel, das ich gerade durchspiele, und Z hat am Anfang den Wert 1 gehabt und ist jetzt im Schritt 6 auf 5 gesetzt worden. Jetzt reduzieren wir den Exponenten um 1, aus der 4 in dem E wird jetzt eine 3. Wir überprüfen, ob dieser Wert größer als 0 ist. Das ist der Fall. Also springen wir zum Schritt 6 zurück und machen dasselbe wie eben erneut. Wir müssen also wieder die Basis B hernehmen, 5, multiplizieren sie mit dem Zwischenergebnis, dort steht mittlerweile ja auch 5. Das ergibt 25 und diesen neuen Wert speichern wir wieder als Z, das also jetzt den Wert 25 hat. Nun reduzieren wir den Wert von E wieder um 1. In E steht im Moment eine 3, wir reduzieren das um 1, sodass dort nun eine 2 steht. Wir überprüfen wieder, ob E noch größer als 0 ist. Wenn ja, springen wir wieder zu Schritt 6. Der besagt, dass wir die Basis 5 nehmen und mit dem Zwischenergebnis 25 multiplizieren. Das ergibt 125 und diesen Wert speichern wir als neues Zwischenergebnis. In Z steht also jetzt 125. Wir reduzieren wieder den Exponenten E. Dort steht im Moment eine 2. Wir reduzieren dies um 1. Dann steht dort noch eine 1. Wir überprüfen, ob das größer als 0 ist. Das ist offensichtlich der Fall. Also springen wir wieder zu Schritt 6. Dort multiplizieren wir wieder die Basis B, 5, mit dem Wert von Z. Das ist im Moment 125. Dabei kommt 625 heraus. Und diesen Wert speichern wir wieder als neues Zwischenergebnis in Z. Jetzt reduzieren wir wieder E um 1. Dort steht im Moment der Wert 1. Dies um 1 reduziert ergibt 0. Wir überprüfen wieder, ob E größer als 0 ist. Das ist nicht der Fall, denn E ist ja gleich 0. Also wiederholen wir nicht ab Schritt 6, sondern springen zu Schritt 9. Dort steht, dass wir das Ergebnis Z ausgeben sollen, also 625, und oh Wunder, 5 hoch 4 ist tatsächlich 625. Unser Algorithmus hat zumindest in diesem Beispiel schon mal richtig gerechnet. Für andere Beispiele kann man sich das jetzt entsprechend überlegen, ob das auch dort klappt, beziehungsweise ob es immer klappt. Man könnte das auch einmal durchspielen für den Fall, dass E von vornherein schon 0 gewesen wäre und wir werden dann sehen, ja, das klappt tatsächlich. Wer mir das nicht glaubt, muss es halt selber ausprobieren. Diesen Algorithmus können wir als Menschen jetzt also durchspielen und er ist ziemlich eindeutig für uns. Aber wir sind wieder noch nicht so weit, dass wir ihn unmittelbar in eine Maschine eingeben könnten. Unsere Registermaschine beherrscht ja nur diese elementaren 12 Befehle und davon sind wir hier noch ein ganzes Stück entfernt. Wir müssen nun wieder den Weg gehen, dass wir das jetzt auf die Maschine runterbrechen, in den Maschinencode übersetzen. Als Zwischenstufe machen wir das wieder wie im letzten Video und erstellen ein Ablaufdiagramm, in dem wir den Algorithmus, wie wir ihn gerade formuliert haben, hier auf dem grauen Hintergrund zu sehen, in dieser grafischen Form umsetzen. Wir beginnen wie üblich am Start, das ist immer eine gute Idee. Wir lesen den ersten Wert von der Eingabe ein und speichern diesen in B. Dann lesen wir erneut die Eingabe und das ist der Wert, den wir in E speichern. Damit haben wir diese beiden Werte also jetzt gespeichert und damit unsere komplette Eingabe gelesen. Mit diesen Werten werden wir jetzt weiterrechnen. Also im Beispiel war B gleich 5 und E gleich 4. Jetzt kommt Schritt 3, der darin besteht, dass wir Z, unser Zwischenergebnis, initialisieren, also auf den Wert 1 setzen. Als nächstes sagt die Zeile 4, dass wir überprüfen sollen, ob E gleich 0 ist. Wenn das der Fall ist, gehen wir in den Ja-Zweig, E ist also in diesem Fall gleich 0, und geben 1 aus. Dann halten wir an und unser Programm ist am Ende. Wenn das aber nicht der Fall ist, müssen wir jetzt diesen Schritt 6 ausführen, der besagt, dass wir Z auf B mal Z setzen. Wir sollen also B mal Z berechnen und den Wert wieder in Z speichern. Das ist mit dieser Formulierung gemeint. Anschließend sollen wir E um 1 vermindern, das heißt, wir rechnen E minus 1 und speichern den Wert wieder in E. Nun müssen wir überprüfen, ob E größer als 0 ist. Das ist die Zeile 8. Wenn das der Fall ist, wenn E also größer als 0 ist, sollen wir zu Schritt 6 zurückspringen. Und das ist genau dieser Befehl, setze Z auf B mal Z. Diese drei Blöcke werden jetzt so lange wiederholt, bis E nicht mehr größer als 0 ist. Wir haben hier wieder eine Schleife, wir drehen uns also gewissermaßen immer im Kreis, aber nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Denn wenn diese Bedingung E größer als 0 nicht irgendwann mal nicht mehr erfüllt wäre, dann hätten wir ein Problem. Dann würde unser Programm ewig lange im Kreis laufen. Und das wollen wir ja nicht. Das Programm soll ja irgendwann zum Ende kommen. Wenn aber E in jeder Runde um 1 reduziert wird, bedeutet das, dass wir irgendwann auch am Ziel angekommen sind. Und was machen wir dann? Das ist der Schritt 9 hier links. Wir geben Z nun aus und anschließend können wir anhalten. Damit sind wir jetzt also soweit durch, aber wir sind immer noch nicht beim Maschinencode angelangt. Als nächstes müssen wir uns jetzt wieder überlegen, wo wir unsere Werte speichern. Ich hatte eben schon gesagt, dass wir B und E jeweils in einem Register speichern müssen und wir uns außerdem für das Zwischenergebnis ein Register reservieren müssen. Dafür können wir uns beliebige Register aussuchen und ich nehme mir einfach mal die Register 1, 2 und 3.
In Register 1 soll der Wert von b gespeichert werden, in unserem Beispiel die 5. Im Register 2 soll der Wert von e gespeichert werden, in unserem Beispiel also die 4. Und im Register 3 soll unser Zwischenergebnis z gespeichert werden. Dort wird unser Ergebnis Runde um Runde aufgebaut. Am Anfang werden wir also dort die 1 hineinschreiben, dann werden wir multiplizieren, bis wir irgendwann beim Ergebnis b hoch e angekommen sind, in unserem Beispiel also bei 625. Dann können wir diese Befehle jetzt übersetzen. Der erste Befehl, Eingabe von b, bedeutet, dass wir auf dem Eingabeband lesen sollen. Das ist der Befehl read. Und wohin sollen wir lesen? Der Wert soll gespeichert werden in dem Register, das wir uns für b reserviert haben, also im Register 1. Wir könnten die Eingabe auch erst in den Akkumulator lesen, dann würden wir read 0 schreiben und müssten dann einen Befehl store 1 anschließen. Das macht dasselbe, nur ein bisschen komplizierter. Wir machen es uns einfacher, indem wir den Wert aus der Eingabe direkt in das Register 1 lesen. Wenn ihr noch einmal in die Befehle der Registermaschine schaut, werdet ihr sehen, dass dies ein erlaubter Befehl ist, ein Befehl, der im Befehlssatz der Registermaschine enthalten ist. Analog dazu lesen wir jetzt den nächsten Wert ein. Read 2 heißt, dass wir den Wert dort, wo der Eingabekopf gerade steht, lesen und im Register 2 speichern. Jetzt wollen wir das Register 3 initialisieren, also vorbelegen. Wir sollen ja z auf 1 setzen. Wir müssen im Register 3 jetzt also den Wert 1 speichern. Wie machen wir das? Das geht nicht direkt, weil es einen solchen Befehl schlicht und ergreifend nicht gibt. Stattdessen müssen wir zunächst einen Wert in den Akkumulator laden, die 1, also load gleich 1. Wichtig ist das Gleichheitszeichen an der Stelle. Load 1 würde den Wert aus Register 1, also unsere Basis, laden. Das wollen wir aber nicht. Wir laden also die Zahl 1 in unseren Akkumulator und müssen diese dann anschließend in Register 3 speichern. Wir schreiben also load gleich 1 store 3. Das sorgt dafür, dass jetzt im Register 3, also in z, der Wert 1 steht. Jetzt müssen wir überprüfen, ob unser Exponent den Wert 0 hat. Was müssen wir dazu machen? Dazu müssen wir zunächst einmal e in den Akkumulator holen, denn unsere Vergleiche funktionieren immer nur mit dem Akkumulator. Andere Registerinhalte können wir nicht vergleichen. Wir müssen also jetzt den Wert von e in den Akkumulator holen, das heißt load 2, und können dann überprüfen, ob dieser Wert gleich 0 ist, jump 0. Und das ist genau das, was wir hier machen. Hinter dem Jump Zero müssen wir natürlich noch angeben, in welche Zeile wir springen. Wir haben hier in diesem Blockdiagramm wieder noch keine Zeilennummern, aber die Pfeile zeigen uns hier an, wohin wir wollen. Nun betrachten wir zunächst wieder den einfachen Fall, nämlich den, dass e gleich 0 ist, also den Ja-Zweig. Dann gehen wir in diesem Diagramm nach rechts, wo Ausgabe 1 steht. Wir sollen also den Wert 1 ausgeben. Wie geben wir einen Wert aus? Wir benutzen den Befehl write. Und wie geben wir den Wert 1 aus? Wir schreiben dort write gleich 1. Würden wir write 1 schreiben, hätten wir den Wert aus Register 1 ausgegeben, also den Wert von b. Das wäre ein Beispiel eine 5 und damit offenbar falsch. Wir müssen also die Zahl 1 ausgeben, also write gleich 1. Dann können wir anhalten, das ist eine unserer leichtesten Übungen. Was ist aber, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist? Das ist ja der Fall in dem Zweig links. Dann müssen wir jetzt also so gehen, dass wir z auf b mal z setzen. Da müssen wir jetzt einmal einen kleinen Moment darüber nachdenken, wie das denn geht. Wir können die Multiplikation nicht direkt im Register 3 durchführen, indem wir das Ergebnis dieser Multiplikation eigentlich stehen haben wollen. Deshalb müssen wir also zunächst den Wert von b in den Akkumulator holen. Diesen Wert können wir dann mit dem Wert aus Register 3, also z, multiplizieren. Damit haben wir dann also gerade b mal z gerechnet, aber noch steht das im Akkumulator. Die Anweisung besagt aber, dass wir das Ergebnis der Multiplikation wieder zurückspeichern sollen in das Register, in dem z gespeichert ist, also in das Register 3. Wir führen also folgende Befehle aus: load 1, mult 3, store 3. Wir laden den Wert aus Register 1, b, in den Akkumulator. Wir multiplizieren ihn mit dem Wert aus Register 3, z. Und wir speichern das Ergebnis, das jetzt im Akkumulator steht, wieder im Register 3, also in z. Damit haben wir genau diesen Befehl ausgeführt, der hier eben stand. Setze z auf b mal z. Jetzt müssen wir ein ähnliches Vorgehen wählen, um e zu reduzieren. Auch das können wir wieder nicht direkt im Register. Wir können nicht einfach sagen, reduziere den Wert im Register 2 um 1. Stattdessen müssen wir wieder den Wert aus Register 2 laden, load 2, dann 1 subtrahieren, sub gleich 1. Wichtig ist wieder das Gleichheitszeichen, da wir nicht den Wert aus Register 1 abziehen wollen, sondern die Zahl 1. Wir vermindern also e um 1 und müssen den Wert wieder in dem Register für e speichern, also store 2. Load 2, sub gleich 1, store 2. Auch wieder so eine Dreifaltigkeit von Befehlen, die wir hier ausführen. Jetzt müssen wir wieder überprüfen, ob unser Exponent immer noch größer als 0 ist. Was müssen wir also tun? Wir laden den Exponenten aus Register 2 in den Akkumulator, load 2, und nehmen jetzt den Vergleich jump greater than 0 vor. Auch da fehlt wieder noch die Zeilennummer. Die müssen wir uns gleich noch überlegen. Jetzt kümmern wir uns erst wieder um den Ja-Zweig. Da müssen wir gar nichts weiter machen in unserem Ablaufdiagramm, denn in dem Fall springen wir ja einfach zu den drei Anweisungen dort oben zurück.
Wenn unsere Bedingung irgendwann nicht mehr erfüllt ist, das ist nun der letzte Ast, der uns da unten noch fehlt, müssen wir jetzt Z ausgeben. Z steht im Register 3. Wir können jetzt erst einmal den Wert aus Register 3 in den Akkumulator laden und diesen Wert dann ausgeben, also load 3, write 0 schreiben. Oder wir machen es uns einfacher, weil der write-Befehl ja erfreulicherweise auch die Angabe eines Registers erlaubt. Wir können also einfach write 3 sagen. Dann wird der Wert aus Register 3 auf das Ausgabeband geschrieben. Beachtet noch einmal den Unterschied. Oben steht write gleich 1, hier unten write 3. Oben wird also der angegebene Wert, eine 1, ausgegeben. Unten wird der Inhalt eines Registers ausgegeben, also der Wert, den wir dort berechnet und gespeichert haben. Dann können wir anhalten. Jetzt müssen wir diesen Code natürlich wieder linearisieren, denn noch sind wir nicht in der Maschine angekommen. Das Diagramm ist zwar ganz hübsch und enthält schon praktisch alles Wesentliche, aber das können wir so nicht in die Maschine eingeben, sondern müssen die Befehle hintereinander schreiben. Und das machen wir, indem wir jetzt von oben nach unten vorgehen. Der erste Befehl lautet read 1, der nächste read 2, dann kommt load gleich 1, store 3, dann load 2 und jump 0. Wohin wissen wir im Moment noch nicht. Hier muss man immer einen Trick beachten, denn das, was man bei der Linearisierung des Diagramms zunächst hinter das Jump Zero schreibt, ist der Nein-Zweig. Denn mit dem Jump Zero springen wir gewissermaßen weg. Wir springen ja, wenn die Bedingung erfüllt ist. Wir werden uns daher um den Ast rechts ganz am Ende kümmern. Und dann wissen wir auch, in welche Zeile wir da gehen. Wir würden jetzt im Code also erst einmal die Anweisungen aus dem Nein-Zweig aufschreiben. Jetzt kommen dann demnach load 1, mul 3, store 3, anschließend load 2, sub gleich 1, store 2, dann load 2 und jump greater than 0. Da müssen wir noch gucken, wo genau wir hinspringen müssen. Das ist ja der Befehl load 1, aber dessen Zeilennummer kennen wir jetzt noch nicht. Hinter das jump greater than 0 können wir dann als nächstes unsere beiden Befehle write 3 und halt schreiben. Und dann können wir ganz ans Ende noch die beiden bislang nicht beachteten Befehle aus dem ersten Jahrzweig rechts schreiben, write gleich 1 und halt. Dann sieht das ganze Programm in der Linearisierung also so aus, dass wir die Befehle jetzt, wie eben gesagt, hintereinander stehen haben. Und wenn ihr da in die Zeile 5 schaut, seht ihr Jump 0 16, da habe ich jetzt die Zeilennummer ergänzt, indem ich einfach unten nachgesehen habe, in welcher Zeile denn nun diese Anweisung write gleich 1 und halt stehen. Und dann haben wir natürlich noch das Jump greater than 0. Da müssen wir zurückspringen zu der Stelle, wo das Load 1 direkt auf das Jump 0 folgte, und das ist die Zeile 6. Diese beiden Zeilennummern habe ich hier dann noch ergänzt. Ihr seht hier außerdem etwas, das ich auch im letzten Video schon so gemacht habe, ohne es aber zu erläutern. Hinter diesen zwei Schrägstrichen habe ich immer Kommentare angegeben. Da steht immer eine Beschreibung, was hier an dieser Stelle in dem Befehl gerade passiert. Das ist etwas, das ihr euch auch angewöhnen solltet. Wir verlangen das sowohl in den Übungsaufgaben als auch in den Klausuren von euch, weil diese Programme sehr schwer nachzuvollziehen sind, wenn man nur diesen Maschinencode ohne jeglichen Kommentar hat. Deshalb müsst ihr das immer dazu schreiben. Das hilft euch auch selber, wenn ihr in 14 Tagen oder bei der Klausurvorbereitung dann noch einmal in eure eigenen Abgaben guckt, sonst versteht ihr da ziemlich sicher selber nicht mehr, was ihr gemacht habt. Deshalb sollten diese Kommentare immer auf so einem Niveau sein, dass sie euch selber noch einmal erklären, was ihr da getan habt. Auch die Tutorinnen und Tutoren verstehen dann besser, was ihr gemacht habt, wenn wir eure Übungsaufgaben und Klausuren korrigieren. Ich werde das Programm wieder von Hand durchspielen und gehe dazu wieder rüber an meine Registermaschine. Dann schauen wir mal, ob das Programm zumindest für das eben gegebene Beispiel das richtige Ergebnis liefert. Ob es das auch für andere Eingaben tut, könnt ihr dann mal in Ruhe überlegen und natürlich auch mit anderen Eingaben ausprobieren. Dann wollen wir unsere Registermaschine einmal laufen lassen. Wir haben hier den Anfang des Programms. Der Instruktionszeiler steht wie üblich hier ganz am Anfang. Der Eingabekopf steht am Anfang des Eingabebandes. Der Lesekopf und der Schreibkopf steht am Anfang des Ausgabebandes, ganz wie üblich. Und unsere Register sind alle leer. Das Erste, was wir machen sollen, ist Read 1. Wir lesen also den Wert, der am Lesekopf steht. Das ist die 5, die merken wir uns. Der Kopf wandert einen weiter. Und den Wert sollen wir speichern im Register 1. Das heißt also, hier haben wir jetzt die 5 drin stehen. Und das ist das, was unsere Basis ist. Ich notiere mir das hier mal. Die Basis hatten wir B genannt. Das schreibe ich mir mal einfach dabei. Unser Instruktionszähler wandert natürlich einen Schritt weiter. Jetzt lesen wir den nächsten Wert. Wir lesen wieder. Read besagt, wir lesen dort, wo der Lesekopf steht. Das ist eine 4. Die merken wir uns wieder. Der Kopf wandert einen weiter. Und wohin speichern wir den Wert, den wir gerade gelesen haben? Im Register 2. Das heißt also, hier kommt jetzt eine 4 hinein. Und das ist unser Exponent, den wir hier jetzt haben. Auch das notiere ich mir hier wieder dran. Jetzt machen wir einen Ladebefehl. Load bezieht sich auf den Akkumulator. Das heißt, in den Akkumulator wird ein Wert gelesen, und zwar nicht etwa der Wert des Registers 1, Load 1, sondern Load gleich 1. Also der Wert 1 wird hier hineingeladen. Und dieser Wert wird jetzt anschließend im nächsten Schritt in Register 3 gespeichert. Und das ist das, was unser Zwischenergebnis sein soll, wo wir hinterher also unsere Potenz berechnen wollen.
Als nächstes wird jetzt der Befehl load 2 ausgeführt. Das heißt, wir laden jetzt den Wert aus dem Register 2, also unseren Exponenten, in den Akkumulator. Das heißt, wir haben hier jetzt eine 4 stehen und machen jetzt was? Wir überprüfen, ob der Wert, den wir hier stehen haben, 0 ist, Jump 0. Wenn der Wert, der im Akkumulator steht, 0 wäre, würden wir jetzt in Zeile 16 springen, die wir hier gar nicht sehen. Das ist aber nicht der Fall und deshalb machen wir stattdessen in Zeile 6 weiter. Wir laden nun also den Wert aus dem Register 1, das ist die 5, in den Akkumulator, das ist Load 1. Wir haben also hier eine 5 stehen, multiplizieren das mit dem Wert aus Register 3. 5 mal 1 ergibt 5, hier kommt also eine frische 5 hinein und speichern diesen Wert anschließend wieder im Register 3. Also statt der 1 haben wir hier jetzt eine 5 stehen. Wir haben hier also jetzt 5 hoch 1 berechnet. Wir laden den Wert aus Register 2 in den Akkumulator, also kommt hier eine 4 hinein. Dann subtrahieren wir 1, nicht den Wert aus Register 1, sondern gleich 1, heißt wir subtrahieren den Wert 1, also reduzieren wir den Wert hier um 1, haben hier also eine 3 stehen und speichern diesen Wert wiederum in Register Nummer 2. Wir haben also den Wert im Register 2 um 1 reduziert gerade. Jetzt laden wir den Wert aus Register 2 nochmal erneut. Hier kommt eine frische 3 rein. Könnten wir uns im Grunde genommen sparen, diesen Befehl, merken wir gerade. Und wir überprüfen jetzt, ob der Wert im Akkumulator größer als 0 ist. Jump greater than 0, 6. Der Wert ist größer als 0, also springen wir zurück in Zeile 6. Und wir laden wieder den Wert aus Register 1, also unsere 5 laden wir hier wieder hinein. Das ist ja unsere Basis. Wir multiplizieren die mit unserem bisherigen Zwischenergebnis, dem Wert in Register 3. Da haben wir hier also 5 mal 5, also 25 stehen. Und speichern diesen Wert in Register 3. Wir haben also hier jetzt 5 mal 5, also 5 hoch 2 bislang gerechnet und haben das in Register 3 gespeichert. Wir laden wieder den Wert aus Register 2, das ist eine 3. Wir subtrahieren 1. Und wir speichern diesen Wert wieder in Register 2. Dann laden wir wieder den Wert aus Register 2 und überprüfen, ob der Wert im Akkumulator größer als 0 ist. Das ist der Fall, also springen wir zurück in Zeile 6. Wir laden wieder den Wert aus Register 1. Wir multiplizieren ihn mit dem Wert in Register 3, also 5 mal 25, das ergibt 125. Und speichern diesen Wert wieder in Register 3. Haben also hier jetzt 5 hoch 3 mittlerweile gerechnet. Load 2, wir laden den Wert aus Register 2, das ist im Moment auch gerade mal eine 2. Wir subtrahieren einen davon. Und wir speichern diesen Wert wieder im Register 2. Jetzt laden wir wieder den Wert aus Register 2. Und wenn der Wert größer als 0 ist, der jetzt im Akkumulator steht, 1 ist größer als 0, springen wir wieder zurück in Zeile 6. Und wir laden wieder den Wert aus Register 1. Wir multiplizieren ihn mit dem Wert aus Register 3. 5 mal 125 ergibt 625. Und speichern diesen Wert wieder in Register 3. Haben wir also hier 625 stehen. Das ist schon das Ergebnis, was wir haben wollen, aber das wissen wir im Moment noch gar nicht. Load 2 heißt, wir laden wieder den Wert aus Register 2, dann haben wir also hier eine 1 stehen. Wir subtrahieren davon 1, das ist 0. Und speichern diesen Wert wieder in Register 2. Wenn wir das getan haben, laden wir wieder den Wert aus Register 2, hier kommt also eine frische 0 wieder rein. Wir überprüfen, ob der Wert im Register 0 größer als 0 ist. Das ist nicht der Fall. 0 ist nicht größer als 0, sondern 0 ist gleich 0 bekanntermaßen. Also machen wir jetzt mit dem nächsten Schritt weiter. Wir springen nicht in Zeile 6 zurück, sondern machen mit dem nächsten Schritt weiter und geben jetzt den Wert aus, den wir in Register 3 gespeichert haben. Also die 625 wird in die Ausgabe geschrieben. Unser Schreibkopf wandert einen Schritt weiter. Wir wandern in die nächste Zeile und die sagt Halt, unsere Maschine hält an und wir haben tatsächlich 5 hoch 4 gerechnet und das ist 625. Wir haben gesehen, wie also hier die Basis unverändert geblieben ist, wie wir hier Schritt für Schritt in Register 3 das Ergebnis aufgebaut haben, immer eins nach dem anderen, 5 mal 5 mal 5 mal 5. Und in Register 2 haben wir mitgezählt, wie oft wir das schon getan haben, beziehungsweise wir haben heruntergezählt. Wir haben mit 4 begonnen, weil wir am Anfang wussten, 4 mal sollen wir das ja machen. Dann haben wir runtergezählt auf 3, auf 2, auf 1 und als wir bei 0 angekommen sind, wussten wir, jetzt sind wir fertig, jetzt haben wir oft genug die 5 mit sich selber multipliziert und das Ergebnis im Register 3 gespeichert.
und somit errechnet unser Programm das richtige Ergebnis. Damit haben wir jetzt ein zweites Beispiel für ein Programm für die Registermaschine gesehen. Man lernt dieses Programmieren tatsächlich nur dadurch, dass man das ausprobiert. Wir müssen zum einen natürlich die Grundprinzipien verstanden haben, also die grundsätzliche Funktionsweise und die einzelnen Befehle in ihren verschiedenen Varianten. Dann können wir anfangen, solche Programme durchzuspielen, indem wir sie Schritt für Schritt ausführen und ausprobieren, was sie tun. Dabei sollte man sich immer Notizen machen. Man kann die Registerinhalte nicht im Kopf behalten. Dann folgt die Königsdisziplin, dass man diese Maschine selber zur Lösung eines gegebenen Problems programmiert. Alle diese Dinge werden wir auch in den Übungen natürlich noch mit euch durchspielen, sodass ihr euch damit weiter vertraut machen könnt. Im nächsten Video werde ich noch einmal einige wichtige Konzepte, die wir nun gesehen haben, kurz zusammenfassen. Als Beispiele sollen diese beiden Videos, dieses und das letzte, fürs Erste genügen. Tschüss, bis zum nächsten Video.